Heute haben wir die Möglichkeit, Minecraft-Mob-Herzen zu vertauschen und schauen, was passiert. Denn mit dieser speziellen Schere kann ich die Mob-Herzen ausschneiden und vertauschen in den Körpern. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir müssen dafür einfach das Herz aus dem Villager mit der Schere herausscheren und bekommen dann ein Villager-Herz gedroppt und können das anschließend hier in den Zombie einfügen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt in 3, 2, 1 und zack. Und wir sehen schon, Alter, das Herz wurde rausgerissen und wir haben ein Villager-Herz gedroppt bekommen. Ey, wie cool ist das denn, Freunde? Schaut euch mal dieses coole Villager-Herz hier an. Okay, und jetzt reißen wir nämlich aus dem Zombie auch nochmal das Herz heraus. Und ich würde sagen, Leute, es geht noch nicht, weil ihr noch nicht geliked habt, Leute. Nochmal schnell liken und abonnieren nicht vergessen. Wir nehmen jetzt das Zombie-Herz heraus. Genau, in 1, 2, 3, let's go. Oh, und scheint zu funktionieren, Freunde. Schaut euch das an. Er hat das Herz gedroppt und wir sehen auch hier einfach mal, das Herz wurde ihm rausgerissen. Dann nehmen wir uns das Herz mal hier heraus, Freunde. Und zack, schaut euch das an. Zombie-Herz und Villager-Herz ist am Start. Und jetzt wird es interessant, denn jetzt tauschen wir die Herzen einfach mal miteinander. Wir packen mal das Villager-Herz in den Zombie herein und zack. Und wir sehen schon, es hat funktioniert, Freunde. Aber damit er noch lebendig wird, müssen wir gleich eine Potion draufwerfen. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal hier beim Villager. Und packen wir es rein, Leute. Let's go. Und es hat auch funktioniert. Schaut euch das mal an, wie nice das ist, Freunde. Okay, okay, okay. Ich werfe jetzt mal meine magische Potion drauf und dann werden sie auch schon lebendig. Let's go. Zack. Und es hat funktioniert. Die Mobs stehen wirklich auf. Aber anscheinend können die sich auch bewegen. Ich weiß. Er bewegt sich. Oh mein Gott. Schaut euch einfach mal diesen Zombie an. Und der müsste jetzt anscheinend so handeln wie ein Villager. Also er müsste das Verhalten haben von einem Villager, weil er das Villager-Herz reinprogrammiert bekommen hat. Und wir sehen, er fängt an, mit einem Villager einfach mal zu handeln. Leute, wie verrückt ist das denn? Der hat ja so viele Smaragde hier am Start. Hä, aber hat er sich jetzt eine Hacke geholt? Eine Eisenhacke? Nee, der macht jetzt sogar die Arbeit von Villagern. Wir sehen hier, der pflanzt einfach mal alle möglichen Samen hier an, damit quasi neue Nahrung hier nachgebracht wird. Dieser Zombie ist wirklich richtig, richtig verrückt. Schaut euch ihn einfach mal an. Der ersetzt jetzt wirklich die Arbeit von einem Villager. Das ist doch nicht zu fassen hier. Also anscheinend hat der Zombie-Villager, wenn man es so nennen kann, sich schon zurechtgefunden. Aber was macht der denn jetzt? Es ist doch langsam nicht mehr normal, Freunde. Der geht in ein Haus rein. Okay, macht das Haus auf. Und was macht er jetzt? Nein, 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 nein. Er platziert ein Bett. Ihr wollt mich doch veräppeln. Er hat sich anscheinend jetzt hier ein Zuhause abgegriffen. Leute, es ist der Wahnsinn. Aber ich würde mal sagen, wir lassen einfach mal diesen Zombie hier leben und gehen mal rüber zum Villager. Denn der müsste jetzt das Verhalten von einem Zombie angenommen haben. Oh, lol, der Villager brennt schon, weil Zombies einfach mal am Tag anfangen zu brennen. Okay, aber was hat er denn jetzt vor, dieser brennende Villager? Ich bin mal echt gespannt. Begleiten wir ihn einfach mal durchs Dorf. Lol, er hat anscheinend abgesehen auf diesen Villager da hinten. Er läuft da schon hin, sehe ich gerade. Alter, lol, schaut euch das an. Er greift ihn wirklich an, den anderen Villager. Und das Lustige ist, er zündet sogar noch den anderen Villager mit an. Ey, Leute, dieser Villager ist echt verrückt geworden. Ey, er hat ihn einfach mal fast umgebracht und er greift sogar mich an. Ey, Villager, lass mich doch mal in Ruhe. Junge. Ey, Junge, der Villager geht mir voll auf die Nerven. Ey, wisst ihr was, Freunde? Ich würde sagen, wir suchen uns mal andere Mobs, denn wir werden noch bei viel mehr Mobs heute die Herzen tauschen. Und vergesst nicht, einen Daumen nach oben dazu lassen und zu abonnieren für mehr Videos. Denn als nächstes auf meiner Liste ist das Skelett und ein Wolf am Start. Die muss ich noch mal ganz kurz aufwendig machen. Und ich sehe schon, da hinten ist der Wolf am Start. Den müssen wir jetzt allerdings einmal mitnehmen. So, oh Gott, er ist böse geworden. Aber wir konnten den Wolf hier einfach mal wegnehmen. Hallo, ich werde schon angegriffen von einem Skelett und das Skelett nehmen wir auch mit. So, komm mit, Skelett. So. So, wir haben uns rangeschlichen und zack, Leute, da sehen wir auch, das Skelett ist am Start und jetzt nehmen wir dieses Skelett mit. So, und da sehen wir jetzt unser Skelett stehen und wir sehen auch unseren Wolf hier stehen. Allerdings haben sie noch keine Herzen. Dafür habe ich diese Wunderpotion am Start. Die nehmen wir jetzt nämlich und werfen ganz einfach drauf und schon werden sie zu Boden fallen. Let's go. Zack. Leute, es hat funktioniert. Schaut euch das an. Die liegen einfach mal beide auf dem Boden. Wir sehen schon hier, das Skelettherz ist am Start und wir sehen hier einfach mal, das Wolfsherz ist auch am Start. Und ich habe auch die Schere wieder mitgenommen und ich würde sagen, mit dieser Schere schneiden wir jetzt nämlich auch wieder die Herzen heraus. Und 3, 2, 1, zack. Und wir sehen schon, das Herz ist einfach mal draußen, Freunde. Da sehen wir das Hundeherz. Das nehmen wir natürlich mit. Und das Gleiche machen wir dann jetzt auch einfach mal hier schön beim Skelett. So, zack, einmal draufhauen. Zack. Und auch hier sehen wir, das Herz wurde gedroppt, Leute. Schaut euch das mal an. Wir haben jetzt hier so ein cooles Skelettherz und Wolfsherz einfach mal am Start. Sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, wir vertauschen die Herzen jetzt einfach mal. Deswegen gehe ich mal zum Wolf rüber. So, pack das hier herein. Das Skelettherz kommt natürlich
natürlich in den Wolf rein. Zack. Oh, wir sehen, es hat funktioniert. Wir sehen hier, das Skelettherz ist schon drin. Und hier kommt natürlich jetzt hier einmal das Wolfsherz herein. Dafür nehme ich das Herz in die Hand und schlage einfach mal ganz schnell drauf. Und wir sehen auch, das hat funktioniert. Wir sehen hier, das Hundherz ist jetzt hier am Start. Hier ist das Skelettherz am Start. Und jetzt muss ich nur die Potion draufwerfen. Dafür nehme ich einmal den Trank aus meinem Inventar heraus, werfe das Ganze jetzt hier drauf. Und zack, Leute, die sind auf jeden Fall lebendig geworden. Und wir sehen, der Wolf legt sofort los und müsste jetzt eigentlich Skelettfähigkeiten haben. Er fängt an zu schießen. Schaut euch da. Er greift mich an, Leute. Der Wolf greift mich an. Nein, 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 nein. Alter, der Wolf ist richtig OP. Wie krank ist das denn? Ich habe den jetzt voll außer Augen verloren, weil ich mich retten musste. Aber wir sehen hier vorne, er schießt wirklich alles Mögliche ab, was ihm in die Wege kommt. Sogar Wölfe. Der hat einen Wolf abgeschossen. Okay, Leute, und er fängt auch wieder an, mich anzugreifen. Oh mein Gott, der ist wirklich unberechenbar. Ich mache mich jetzt hier mal aus dem Staub. Aber ich frage mich eigentlich, was mit dem Skelett jetzt abgeht, der ein Wolfherz bekommen hat. Oh, ich musste aber eigentlich den Wolf noch einfangen. Wisst ihr was? Ich habe sowieso so eine Diamantschaufel am Start. Ich würde sagen, ich buddel jetzt hier ein Loch und ich hoffe, der Wolf sieht dieses Loch nicht und springt da einfach mal rein, sodass er erstmal keinen weiteren Mobs angreifen kann. Und da ist er schon wieder, Leute. Oh mein Gott, komm her, Wolf, komm her, Wolf. Er müsste jetzt auf jeden Fall dort hereinfallen. Das ist perfekt getarnt und ja, er ist da reingeflogen. Schaut euch das an. Der Wolf kommt auf jeden Fall nicht mehr heraus. Sehr, sehr gut, Freunde. Denn ich frage mich immer noch, was mit dem Skelett dort hinten abgeht. So, der schießt da wie ein Verrückter. Ich muss aber sagen, ich habe das Skelett voll aus den Augen verloren. Der müsste ja jetzt eigentlich die Wolfsfähigkeiten bekommen haben. Schauen wir vielleicht mal im Villager-Dorf nach. Vielleicht hat sich ja hier irgendwas getan. Und ich sehe jetzt hier, okay, wo ist das Skelett denn? Hä? Ich höre Skelett. Da ist es, lol. Er hat Knochen in der Hand. Oh mein Gott, was macht er denn jetzt? Aber anscheinend greift er mich schon mal nicht mehr an. Normalerweise würden Skelette ja Spieler angreifen. Und nach irgendwas sucht er. Aber ich weiß nicht, wonach sucht er denn, frage ich mich gerade, um ehrlich zu sein. Also anscheinend, Freunde, ich glaube, der hat angefangen, jetzt hier einfach mal alle Wölfe zu zähmen. Schaut euch das mal an. Der macht sich hier alle Wölfe zu Freunden. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ich meine, normalerweise Wölfe und Skelette, die passen ja so gar nicht zusammen. Die würden sich normalerweise angreifen, aber hier passiert wirklich das komplette Gegenteil. Das ist wirklich der Wahnsinn, Freunde. Schaut euch das mal an. Hier schon wieder. Es geht einfach nur weiter. Also auf einmal sind sie beste Freunde geworden. Verrückt. Aber ich würde sagen, wir gucken uns mal jetzt ein paar andere Mobs an. Und wir sehen schon, hier vorne liegen tatsächlich Kuh und Creeper. Sehr, sehr nice. Dann würde ich mal sagen, wir scheren sofort die Herzen heraus. Wir fangen an beim Creeper. Und ich bin vor allem gespannt, was passiert, wenn wir die Herzen von beiden tauschen. Können Kühe vielleicht explodieren? Wir werden es gleich erfahren. Aber fangen wir an. So, einmal zack. Und wir sehen, das Creeper-Herz wurde gedroppt. Richtig nice. Ich würde sagen, wir nehmen es einfach mal hier mit. Zack. Und da haben wir schon das Creeper-Herz am Start, Freunde. Okay, dann machen wir jetzt weiter hier mit der Kuh. So, zack. Einmal draufschlagen. Und zack. Das Herz wurde rausgerissen. Aber wo ist denn das? Da ist kein Herz gedroppt worden, Freunde. Hä? Hä? Warte mal, warum ist da schon das Kuhherz in dem Creeper drin? Ich habe das doch gar nicht bekommen. Leute, ich verstehe es ehrlich gesagt absolut nicht. Aber ich habe das Creeperherz. Und ich würde sagen, das Creeperherz packen wir jetzt einfach mal hier in die Kuh herein. Sondern ich bin echt gespannt, was passieren wird. Und ab geht's mit dem Creeperherz in die Kuh rein. Zack. Okay, scheint hier funktioniert zu haben. Ich würde sagen, wir nehmen noch ganz schnell meinen Trank aus dem Inventar. Und gucken mal nach, was jetzt passiert, wenn ich das da drauf werfe. Zack. Oh, Leute, es hat geklappt. Wir sehen hier einfach mal, die Mobs sind wieder am Leben. Und der Creeper fängt sogar schon an, zu mir zu laufen. Hä? Aber Creeper, warte mal, ich greife ihn mal an. Mal, Moment, was passiert jetzt hier? LOL! Hä, aber müsste ein Creeper nicht eigentlich explodieren? Der Creeper rennt weg. Warte mal, ich greife ihn mal an, den Creeper. Der Creeper müsste... Was? Der Creeper rennt richtig weg? Wo rennt der Creeper denn hin, Leute? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich habe hier sogar so einen Eimer am Start. Ich werde versuchen, den einfach mal zu melken. Vielleicht funktioniert das. Ich meine, der rennt ja schon weg wie eine Kuh, wenn man den Creeper angreift. Das heißt, eigentlich müssten wir auch den Creeper melken können, wie Kühe halt. Weil er hat das Herz ja von einer Kuh bekommen. Wir probieren es einfach mal aus, würde ich sagen. Und anscheinend ist er hier einfach mal stehen geblieben, der Creeper. Leute, schaut euch das mal an, wie komisch der hier aussieht. Der bleibt einfach mal stehen. Okay, ich nehme jetzt hier diesen Eimer und ich würde sagen, ich melke ihn einfach mal. So. Alter, was ist das denn? Schaut euch das mal an. Ich habe hier wirklich von diesem Creeper einfach mal so Creeper-Flüssigkeit bekommen. Wir sehen hier einfach mal so grüne Flüssigkeit. Ey, ich bin echt gespannt, was passiert, wenn ich da jetzt reingehe. Leute, schaut euch das an. Das fließt hier wirklich einfach mal runter. Und wir sehen, wenn ich reingehe. Oh, es passiert, glaube ich, gar nichts. Tatsächlich passiert hier gar nichts. Aber diese Creeper-Flüssigkeit ist wirklich richtig, richtig verrückt. Freunde, wir lassen den Creeper aber jetzt mal außer Augen. Denn mich interessiert immer noch, was ist eigentlich mit der Kuh passiert. Ja, ich bin jetzt hier gerade im Villager-Dorf unterwegs und ich dachte, eigentlich könnte ich hier vielleicht die Kuh finden, aber irgendwie finde ich die Kuh nicht. So, wir gucken mal.
Da ist die Kuh. Hallo, Kuh. Hallo. Okay, und sie müsste ja eigentlich Creeper-Eigenschaften haben, also explodieren können und sowas. Aber irgendwie fällt die sich so ganz unscheinbar. Wobei, sie geht in Häuser rein. Habe ich da Explosionsgeräusche gehört? Oh mein Gott! Alter, was war das denn? Habt ihr es gesehen, Freunde? Die Kuh ist einfach mal in die Luft gejagt worden. Wahrscheinlich, weil ja die Kuh Creeper-Fähigkeiten hat, also explodieren. Wir gehen mal rein. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Und da liegt die Kuh tatsächlich auf dem Boden. WTF, Leute, schaut euch das an. Und wir sehen hier, die Kuh hat tatsächlich so ein Creeper-Herz hier sogar am Start. Das ist wirklich der Wahnsinn. Damit hätte ich echt nicht gerechnet, dass jetzt einfach eine Kuh explodieren kann. Wir müssen jetzt nämlich kleine Herzstücke sammeln. Und die bekommen wir, indem wir Mobs töten. Ihr seht nämlich hier, wir haben jetzt ein Herzstück bekommen. Und ich töte mal ganz kurz hier weitere Mobs. Zack. Und wir sehen, da ist es, das Villager-Herz. Schaut euch mal an, wie verrückt das Ganze hier aussieht. Und jetzt können wir es einfach mal aufessen. Und dieses Herz sorgt nämlich dafür, dass wir verteidigt werden von kleinen Villagern, wenn wir angegriffen werden. Aber ich muss natürlich jetzt dafür sorgen, dass wir noch weitere kleine Herzstücke bekommen. Und diese Herzstücke bekomme ich natürlich nur, indem ich auch weitere Mobs angreife. Ich weiß gar nicht, funktioniert es auch bei Villagern? Auch die droppen einfach mal. Lol, das ist ja cool. Wir sehen, auch die droppen so kleine Herzstücke. Das heißt, ich kümmere mich jetzt darum, wirklich so viele Mobs wie möglich zu töten. Aber mir fällt gerade auf, wenn wir hier Heu haben, dann können wir das theoretisch auch in einen Crafting-Table packen. Und beziehungsweise, wir brauchen nicht mal ein Crafting-Table, sondern wir können einfach so hier ganz schnell neue Baby... Ach, ich brauche ja Karotten. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal neue Schweine hier erzeugen. Aber dafür brauchen wir ja Karotten. Habe ich ganz vergessen. Oder Samen. Oh Gott, bin ich mir gerade unsicher. Samen waren... Nee, Karotten. Ich bin so los gerade. Ich glaube, es war ein Samen. Ich weiß es nicht mehr gerade. Was ich aber weiß, ist, dass ich jetzt einmal ganz schleunigst ein Crafting-Table mache. Und wir können uns dann einmal jetzt hier... Wobei, warte mal, ich habe eine ganz coole Idee. Also wir machen jetzt erstmal hier nur ein neues Herzstück. So, da sehen wir schon. Und machen nochmal Brot. Aber ich greife jetzt mal diesen Eisengolem an. Theoretisch müssten mich jetzt kleine Villager verteidigen. Das kann jetzt aber auch ein bisschen gefährlich werden. Oh, 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 sterbe ich, sterbe. Ja, okay, ich habe vergessen, dass ich zwei Herzen habe. Okay, das heißt, er kann uns nicht angreifen. Ich wollte euch eigentlich schon mal meine Fähigkeit zeigen. Aber wir machen es folgendermaßen. Ich schnapp mir jetzt einmal dieses Herz hier und gehe zu einem Eisengolem. So, geht das nicht? Hä? Okay, okay, okay. Anscheinend kann ich ihn nicht in ein Herz verwandeln. Wie sieht es bei der Kuh aus? Hey! Okay, also anscheinend. Ah, es funktioniert nur bei Villagern und Ziegen aktuell. Okay. Ich glaube, das liegt noch an meinem Level, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe hier jede Menge Schweine. So, ich würde sagen, ich töte jetzt einfach mal ein paar von diesen Schweinen. Da haben wir hier irgendwo Weizen. Da ist eine Kiste. Da haben wir Karotten. Okay, und damit können wir auf jeden Fall nochmal ein paar weitere Schweinis machen. So, und wenn ich jetzt Level 3 bin, wie sieht's aus? Ah, nee, es funktioniert immer noch nur bei Villagern und Ziegen. Okay, es hat anscheinend nichts damit zu tun, also mit dem Level. Ich hatte leider die Vermutung, dass es daran liegt, aber irgendwie scheint es doch nicht dran zu liegen. Und wie viele Schweine haben wir hier denn? Oh mein Gott. Okay, Leute, also wir sehen, wir haben jetzt 13 Herzstücke einfach mal bekommen. Das ist schon echt sehr, sehr ordentlich. Die kleinen Schweinis lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Und wir können uns jetzt sogar fast noch... Komm, jetzt können wir uns ein zweites Herz machen. So ein Crafting-Table haben wir auch hier. Das heißt, das kann ich so machen, zack, und wir haben nochmal ein weiteres Herz. Und ich denke mal, auf diesem Berg werden auch Ziegen sein. Denn ihr seht, hier ist eine super coole Führung und jetzt sehe ich schon, da hinten ist auf jeden Fall eine große Ziege gebaut worden und hier haben wir noch mehr Mobs. Okay, sehr nice. So, wir sehen jetzt hier, ich mache mal Rechtsklick auf diese Ziege und das hat funktioniert. Wir sehen, wir haben wirklich... Der Polarbär hat mich angegriffen. Also, dass der Polarbär jetzt so böse ist, hätte ich nicht gedacht. Lass mich doch in Ruhe. Ich hab dir nichts getan, Kollege. So, der ist ja, der hat mich gerade One-Hit gemacht, deswegen muss ich auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. So, ich glaube, der Kleine lässt mich in Ruhe. Dementsprechend lasse ich ihn auch in Ruhe. So, aber ihr habt gesehen, hier ist es das Herz von einer Ziege. Leute, das werden wir jetzt essen. Und anscheinend haben wir auch eine neue Fähigkeit damit bekommen, mit diesem coolen Herz. Und zwar, wenn ich jetzt sneak, habe ich eine neue Fähigkeit bekommen. Ich muss sneaken und dann seht ihr schon rechts ist ein Balken.
Wenn ich jetzt springe, dann kann ich hier einfach mal das Ganze so zerschlagen. Okay, mal jetzt nochmal sneaken und... Oh mein Gott, ich kann hier einfach mal alles kaputt machen. Wie viel Schneebälle habe ich denn jetzt bekommen? Lol, so sehe ich jetzt auch einfach mal aus. Okay, warte mal, noch einmal und... Oh mein Gott, das ist ja verrückt. Das ist ja wirklich verrückt. Okay, Freunde, also kann ich theoretisch mich auch so fortbewegen oder was, ne? Theoretisch funktioniert es auch so mit dem Fortbewegen, aber ja, ich habe jetzt jede Menge Schneebälle im Inventar. Die versuche ich jetzt gleich auch erstmal loszuwerden. Oh, ich bin fast gestorben. Das war gefährlich. Ich habe jetzt dieses komische Schieb-Katalyst-Herz bekommen. Und das soll anscheinend auch bei Schafen funktionieren. Ja, da bin ich mal gespannt, denn ich sehe schon, da hinten ist auf jeden Fall ein Schaf. Dann würde ich sagen, wir widmen uns einfach mal diesem Schaf hier. So, ich habe jetzt hier diese coole Fähigkeit. Zack. Oh mein Gott, das funktioniert sogar bei Dreckblöcken. Okay. Und ich mache mal Rechtsklick drauf. Was mit dem Schaf passiert? Oh mein Gott, ein... Hey! Nein, 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 nein. Was ist denn mit diesem Schaf passiert? Oh mein Gott, der ist ja richtig gefährlich. Der ist ja voll... Oh, lol, der greift sogar meine kleinen Villager an. Okay, Freunde, oh mein Gott, ich muss auf jeden Fall mit dem Bogen angreifen. Ich muss auf jeden Fall mit dem Bogen angreifen, sonst habe ich ja gar keine Chance gegen den. Alter, dieses Herz hat ihn einfach mal komplett verrückt gemacht. Und wir sehen, wir machen ihn aber ganz gut Schaden, solange wir nicht in der Nähe sind. Oh Gott, spring weg, spring weg, spring weg. Oh mein Gott, wir konnten ganz gut wegspringen mit dieser Ziegenfähigkeit. Und jetzt letzter Schlag. Jetzt komm, stirb doch. Oh, er ist gestorben, oder? Oh, er ist gestorben, Gott sei Dank. Denn anscheinend, nachdem ich jetzt dieses Tier getötet habe, soll es auch grüne Mobs geben. Radioaktive Mobs. Und die sollen uns auch nochmal extra Fähigkeiten geben. Und ich muss jetzt anscheinend 9 von diesen radioaktiven Herzcontainern finden, damit wir auch die Herzen von diesen Mobs bekommen können. Ich schaue mich mal um. Die laufen hier anscheinend einfach herum. Wir sehen, hier ist zum Beispiel ein Hühnchen. Da vorne sehen wir wieder ein weiteres Hühnchen. Also richtig nice. Also sie schlendern einfach so durch die Welt anscheinend und die können wir uns jetzt hier schnappen. Das mache ich auch eben ganz schnell. Hab gerade gesehen, es gibt sogar infizierte Fische. Okay, selbst an diesen infizierten Fischen können wir theoretisch uns ja ein bisschen was an Herzen abholen. Leute, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir dann für Mobs damit gleich einsaugen können oder was für Herzen wir damit bekommen können. Ey, sogar hier im Villager-Dorf ist einfach mal ein infiziertes Lama oder ein radioaktives Lama von einem Villager. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass mich in Ruhe, du Lama. Oh mein Gott, ich werde angegriffen, okay. Aber kein Problem. So, 8 Herzen haben wir jetzt und, na, wobei den Eisengolem eigentlich, wenn ich so ein bisschen höher gehe, dann soll ich den auch hinbekommen. So, zack, komm her, Kollege. So, dich holen wir jetzt, kein Problem. So, zack, dann bekommen wir sogar noch ein bisschen Eisen. Also theoretisch könnten wir dann auch noch ein bisschen Rüstung machen. So, aber, ja, sehr schön, Leute, sehr schön. Jetzt haben wir 9 Herzen, also 9 Container von diesen Herzen oder von diesen radioaktiven Stücken. Und dann machen wir uns jetzt mal hier ein wunderschönes Herz. So. Und anscheinend sind diese Herzen nämlich für Magma-Schleims, für einen Blaze oder ein Wither-Skelett. Also richtig starke Monster. Ey Leute, ob wir das schaffen werden, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf. So, und ich schnapp mir nochmal ganz kurz hier so ein bisschen an Holz. So. Können wir ja vielleicht noch nachher gebrauchen. Und ich sehe sogar, hier ist eine Kiste. Okay, da ist aber nichts drin. So, dann würde ich sagen, ich mache mir jetzt nämlich noch ganz schnell ein Eisenschwert. Weil wenn wir jetzt in den Nether gehen, dann kann das auf jeden Fall brauchbar sein. So, da haben wir jetzt ein Eisenschwert. Und Crafting Table nehme ich natürlich auch nochmal mit. So. Ah, jetzt verstehe ich es. Wir haben nämlich vorhin dieses Obsidiane gedroppt bekommen. Und das können wir jetzt nämlich benutzen, um in den Nether zu gelangen. Das macht auf jeden Fall Sinn und das werden wir jetzt auch in Anspruch nehmen. So, dann bauen wir ganz schnell einmal hier dieses Nether-Portal und ihr seht, ist es schon. Okay, ich musste aufpassen, dass ich jetzt hier nicht wieder springe. Wir zünden das Ganze hier an und let's go, Leute. Hier ist das Nether-Portal und jetzt holen wir uns die Herzen von den Nether-Mobs. Okay, also Magma-Cubes. Oh, was ist denn das hier? Wir haben hier sogar Ausrüstung, sehe ich. Ey, das ist ja nice. Dann nehme ich einfach mal diese Ausrüstung mit. Hier ist aber Ende im Gelände. Okay, Wither-Skelette waren ja auf der Liste. So, dann gucken wir mal, ob wir eins davon finden. Hier vorne. Oh, Skelette greifen uns natürlich auch an. Oh, das ist sehr gefährlich. Oh, lol. Aber die kleinen Villager. Schaut euch das an. Die kleinen Villager. Die sind natürlich hier auch noch am Start. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Hier haben wir einen Schleim, Leute. Ich würde sagen, wir kümmern uns sofort darum und holen uns hier so einen Schleim, aber so einen größeren Schleim. So einen Magma-Schleim. So, zack. Und ja, wir haben es geschafft. Schaut euch das mal an.
da ist es. Okay, Leute, wir essen mal dieses Herz. Und ich habe nämlich jetzt damit einen Jump Boost bekommen. Ich kann höher springen. Und wenn ich sneake, was kann ich machen? Also irgendwas sollte ich noch... Ah, guckt euch das mal an. Wenn ich springe und sneake, dann kann ich irgendwie bei Schaden. Ich mache Schaden, das ist ja cool. Okay, das ist wirklich cool. So, jetzt muss ich nur zusehen, dass ich eigentlich hier noch irgendwie an so Magma-Schleims komme. Da könnte ich eigentlich rüber. Weil an so große Magma-Schleims, das hat den Vorteil, dass wir dann immer, immer wieder diese radioaktiven Magma-Schleims angreifen können. Denke ich zumindest. So, ich habe jetzt hier neue Heart-Container besorgt. Also, wir brauchen noch ein Wither-Skelett und ein Blaze. Das sind nämlich die Mobs, die wir damit bekommen können. Und Leute, schaut euch das mal an hier vorne. Man hat es ganz kurz gesehen. Ich mache es ganz schnell, bevor ich angegriffen werde. Da ist es, das Blaze-Herz ist am Start. Den Spawner baue ich mal ab, damit wir jetzt nicht bombardiert werden. Aber wir haben jetzt auch einfach mal ein Herz von einem Blaze. Und ich esse das mal, Leute. Let's go. Und wir können anscheinend jetzt einfach mal, wir haben Feuerresistenz. Wir können mit Feuerbällen schießen. Schaut euch das mal an. Oh, das ist ja voll cool, so Feuerbälle abzuschießen. Damit können wir auch super easy unsere Gegner angreifen, um sie auf Distanz zu halten. Ist ja besser als ein Bogen auf jeden Fall. Okay, aber was auch cool ist, ist die Feuerresistenz. Das heißt, Feuer macht mir nicht mehr so viel Schaden. Und okay, was war das denn für eine Rakete? Okay, ihr seht Feuer. Oh, lol, 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 ey. Okay, okay, okay. Also wir müssen trotzdem natürlich vorsichtig sein. Aber die Villager... Oh, hey, oh mein Gott, ich muss aufpassen. Einmal ganz schnell was essen. Ganz schnell was essen. So, aber die Villager, die kleinen Villager, die helfen uns ja immer noch. Das ist auch sehr, sehr gut. Und ihr seht, ich kann zum Beispiel so den Blaze einfach mal auf Distanz halten. Und in Lava schwimmen, auch kein Problem. Die Herzen nehme ich einfach mal trotzdem mit, würde ich sagen. Die, also die Containerherzen. Und da vorne war nämlich schon... Alter, wie sieht ich denn aus? Oh mein Gott. Okay, denn da vorne war auch schon ein Wither-Skelett. Und das schnappen wir uns jetzt auch schleunigst. So, und Wither-Skelett. Bam! Wir sehen das nächste Herz am Start. Ein Wither-Skelett-Herz. Und das werden wir uns jetzt hier gönnen. So, zack. Ich habe jetzt nämlich die Möglichkeit, wenn ich angegriffen werde, so Wither-Köpfe abzufeuern. Ich zeige euch das Ganze mal. So, greife ich einmal an. Oh mein Gott, ihr habt es jetzt hier gesehen. Ihr hattet gar keine Chance. Aber jetzt ab nach Hause, Leute. Es ist jetzt nämlich Nacht hier in der Welt. Und ihr seht, jetzt kann ich euch die Fähigkeiten umso besser zeigen, wenn ich von zum Beispiel einem Skelett angegriffen werde. Komm, greif mich an, Kollege. So, jetzt. Boom. Schaut euch das mal an. Dieses Skelett hat gar keine Chance. Es wird abgeschossen von Mobköpfen. Meine kleinen Villager greifen ihn auch an. Und das Beste ist, wir haben jetzt hier was ganz Besonderes in die Kiste reingelegt bekommen. Denn hier drin befinden sich die restlichen Herzen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Ja, komm, zum Schluss machen wir dieses Eisengolem-Herz. Wir machen erstmal weiter mit einem Hasenherz. Und zack. Und anscheinend sollen wir einen Verteidiger damit bekommen haben. Okay, oh mein Gott, schaut euch den mal an. Was? Wir haben wirklich einen Bodyguard bekommen. Diesen kranken Hasen hier. Okay, und der läuft uns jetzt hinterher, oder was? Ja, der läuft uns tatsächlich hinterher. Das ist nicht... Schaut euch den mal an, Alter. Der haut ihn hier komplett weg. Ich glaube es nicht. Und noch in Kombination mit diesen Feuerbällen zum Beispiel kann uns ja jetzt wirklich gar keiner mehr etwas. So. Oh, Leute, ich kann ihn sogar auch angreifen. Aber so wirklich Schaden gemacht habe ich ihn auch nicht, ne? So, okay, Leute. Ich versuche jetzt hier mal die Sachen anzubrennen. Und geht das? Kann ich die Sachen anbrennen? Ja, das klappt auf jeden Fall auch. So, aber okay, so viel dazu. Jetzt haben wir unseren persönlichen Bodyguard bekommen mit einem Hasenherz. Komm, wir machen erstmal den Ravager, danach kommt der Creeper. Und ihr seht wahrscheinlich schon, meine Hand hat sich verformt. Das liegt daran, dass wir jetzt damit einen krassen Schlag ins, in die Mobs reinmachen können. Also theoretisch müsste ich jetzt die Mobs ganz weit weghauen. Ich guck mal. Oh mein Gott, ja, das funktioniert wirklich gut. Aber... auch bei dem Creeper? Oh ja, der Creeper fliegt auch hier über alle Berge. Ich mach mal kurz hier Licht hin. So, wir sehen auf jeden Fall, die Mobs haben hier gar keine Chance mehr. Oh Gott, da ist ein Creeper wieder. Und der wird von meinem Bodyguard natürlich selbst erstmal beseitigt. Sehr, sehr nice. Dann gehen wir rüber zum nächsten Herz, Freunde. Und zwar sehen wir haben jetzt hier noch einmal den... Ja, komm, wir machen erstmal Creeper-Herz. Zack, Creeper-Herz. Und anscheinend sollen wir jetzt nicht mehr in der Lage sein, durch Explosionen Schaden zu bekommen. Na, da bin ich echt mal gespannt drauf, muss ich euch ganz ehrlich sagen. So, jetzt schaue ich mich mal ganz kurz hier um. Wo haben wir den Creeper? Da haben wir einen Creeper. So, jetzt möchte ich, dass der mich... dass er explodiert. Oh Gott, also ihr habt gesehen, wir haben wirklich keinen Schaden bekommen. Und wir sollen anscheinend auch selbst so Raketen abfeuern, wenn ich mit Mobs kämpfe. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil mich die Mobs jetzt hier nicht angreifen wollen, aber... Oh, da ist... Guckt euch das mal an. Oh ja, komm, komm, greif mich an, greif mich an, greif mich an, komm, 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 komm. Okay, ah, die sterben halt alle so schnell.
Wie sieht's mit dem Enderman aus? Will der Enderman mich nicht angreifen? So, Enderman. So, komm. Und? Oh ja, wir sehen wirklich Raketen. So komische Creeper-Raketen, die abgefeuert wurden. Ey, wir sind halt schon so sicher durch diese ganzen Mechanismen, die wir bekommen haben durch die Herzen. Aber wir können es mal versuchen mit einem Eisengolem. Weil der Eisengolem, der war ja auch stark. So, jetzt gucken wir mal. Und? Oh Gott. Und? Ey, mach doch was! Junge, ich werde doch gerade angegriffen, Hase. Okay, anscheinend. Ah, jetzt greift er den an, oder was? Oh ja. Der, also. Junge, was ist das denn für ein Bodyguard? Der hat doch nichts gemacht, dieser Hase. Egal, weiter geht's mit dem letzten Herz. Und zwar ein Eisengolem-Herz. Und jetzt bin ich gespannt, was das Eisengolem-Herz macht. Let's go. Also anscheinend können wir nämlich mit diesem Golem-Herz, Eisengolem-Herz, nicht mehr so einfach zurückgeworfen werden durch Mobs. Also wir bekommen weniger Rückstoß. Und das gucken wir mal nach. Wir gucken, wir sollten auch stärker sein. Ah, ihr seht, zack. Ich wurde wirklich nicht mehr zurückgeschubst durch diesen Pfeil. Und wie gesagt, ich bin auch deutlich stärker geworden. So, wir suchen es nochmal ganz kurz aus. Und, boah, was eine Explosion. Alter, was für Explosionen hier stattfinden, Freunde. So, ich stelle mich in den Creeper rein. Oh, Leute, das ist ja mal so nice. Also diese ganzen Herzen hier. Ich werde mal in Lava reinspringen und wir schauen mal, ob wir so die 1 Million Herzen loswerden können. Und ich würde sagen, Leute, let's go. Rein geht's in die Lava. Wir sehen, oh, es tut sich irgendwas, aber ich sag mal so, so wirklich effektiv scheint das nicht zu sein. Also, ich meine, schaut euch mal die Herzen an. Wir haben immer noch volle Herzen. Es tut sich anscheinend nichts. Ich glaube, um 1 Million Herzen zu verlieren, das ist ja auch schon eine unglaublich große Zahl. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu, als nur ein bisschen in Lava zu schwimmen. Was genau, das müssen wir im Laufe des Videos erfahren. Deswegen habe ich mir allerdings noch ein paar weitere Möglichkeiten ausgedacht. Aber anscheinend ist es die Lava-Schwimmen-Möglichkeit schon mal nicht. Deswegen, ich kann jetzt hier auch auf jeden Fall rausgehen. Ihr seht, da tut sich leider gar nichts an den Herzen. Denn ich habe hier vorne schon die nächste Konstruktion vorbereitet. Und zwar sehen wir schon, zack, das hier ist nämlich ein Bedrock-Becken. Und wenn ich jetzt auf diesen Knopf hier drauf drücke, beziehungsweise Schalter drauf drücke, also jetzt erscheinen hier ganz, ganz viele Creeper. Und wir sehen, okay, die Creeper scheinen auch irgendwie Bock auf mich zu haben. Denn die folgen mir wie verrückt hier gerade. Boah, mein Minecraft fängt auch richtig krass an zu ruckeln, Leute. Verzeiht mir das. Sobald ich auch die Herzen ausblende, läuft alles flüssig, als wäre nie etwas gewesen. Aber ja, leider, wenn die Herzen an sind, haben wir einige Standbilder. Aber Freunde, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall genug Creeper, die wir hier gespawnt haben. Wir legen mal den Schalter um und schaut euch das an. Schaut euch an, wie viele Creeper das sind. Die sterben schon, weil die sich gegenseitig zerquetschen. Deshalb darf ich die nicht alle an einen Ort kommen lassen. Und ich würde sagen, das sind sehr, sehr viele Creeper. Werden die Creeper es schaffen, uns umzubringen? Ich würde sagen, Leute, wir springen mal rein ins Becken und... Alter! Alter! Was war das denn? Alter, was war das denn? Es war so eine krasse Explosion, dass auf einmal alle Creeper verschwunden sind. Aber man muss dazu sagen, ja, ich habe jetzt Spaß gehabt, aber schaut euch mal meine Herzen an. Also bei den Herzen hat sich ja wirklich gar nichts getan. Das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Aber kein Problem, wir haben ja noch andere Sachen im Handgepäck. Oder im Rucksack, wie man es nennen möchte. Okay, Freunde, anscheinend war das immer noch nicht die Möglichkeit, die uns 1 Million Herzen abgezogen hat. Aber ich habe dafür einen ganz besonderen Turm vorbereitet. Und wenn wir einfach mal ganz kurz hochfliegen, dann werden wir schon ganz genau sehen, was für ein Turm das genau ist. Wir sehen, dieser Diamantturm geht auf die maximale Bauhöhe. Und zwar sehen wir schon, wir sind ganz oben angekommen. Und hier haben wir Höhe 320. Nicht wundern, ich bin gerade im Kreativmodus, deswegen sind die Herzen verschwunden. Aber sobald ich in den Survival-Modus gehe, sind sie wieder da. Ich werde mich nämlich hier auf Höhe 320 von einem Amboss treffen lassen. Das heißt, dieser Amboss wird fast 400 Blöcke herunterfallen. Ich markiere das Ganze einmal nur, damit wir auch getroffen werden können. Und ja, wir werden auch gleich von der Höhe 320 runterspringen. Aber wir sehen hier, zack, wir sind minus 52. Jetzt haben wir auch wieder hier die Herzen eingeblendet. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt //set0 in den Chat reinschreibe, dann fällt der Amboss runter. Wir entfernen den Block und zack, da fällt er jetzt runter. Wir können mal ganz kurz nach oben schauen, ob sich da irgendwas tut. Ich meine, das wird ein bisschen dauern, bis der Amboss ankommt, aber er sollte definitiv ankommen. Und da ist er. Oh
mein Gott, der Amboss ist anscheinend auch gar nicht kaputt gegangen. Das wundert mich sogar ein bisschen. Also ich hätte schon erwartet, dass der Amboss zumindest komplett zerbricht. Ist nicht der Fall. Aber kein Problem. Das heißt, Freunde, Höhe, ja, 23 hat immer noch nicht ausgereicht. Was wir jetzt machen ist, wir haben uns jetzt schon von dem Amboss treffen lassen, aber wir sind noch nicht selbst von Höhe 320 runtergefallen. Und genau das habe ich jetzt vor. Das bedeutet, ich werde jetzt einmal hier Platz nehmen. Zack, wir sehen, Höhe 320 steht hier auch nochmal oben links. Und ich würde sagen, Freunde, wir fallen einfach mal runter. Wir sehen hier auch, wie die Y-Koordinate runtergeht und runtergeht. Und wir sehen jetzt hier, zack, wir haben Fallschaden bekommen und es fühlt sich an, als hätten wir gar keinen Fallschaden bekommen, als wären wir vielleicht zwei Blöcke runtergefallen. Wir haben kein einziges Herz verloren, also hier auf der Leiste. Freunde, 1 Million Herzen in Minecraft verlieren, das ist anscheinend deutlich, deutlich schwieriger als gedacht. Aber ich habe mir natürlich noch weitere Möglichkeiten ausgedacht. Deswegen würde ich sagen, wir fliegen mal nach oben und schauen mal weiter. Freunde, darf ich vorstellen, das hier ist nämlich mein Glashaus. Und in diesem Glashaus ist aktuell noch gar nicht so viel los. Noch ist hier nicht viel los. Denn wenn ich hier auf diesen magischen Schalter drücke, dann erscheinen hier ganz, ganz viele Bienen. Und diese Bienen haben anscheinend ein bisschen Hunger. Und sie haben Hunger auf uns, um genau zu sein. Und ja, Freunde, wir werden uns tatsächlich von super vielen Bienen stechen lassen. Und deshalb würde ich sagen, ich drücke jetzt den Schalter und ihr drückt nochmal schnell auf den Daumen nach oben Knopf, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen schon, wie viele Bienen hier einfach mal erscheinen. Alter Schwede. Also mein Computer wird hier heute wirklich ans Limit getrieben. So viel Bienen und so viel Herzen, wie der Computer ja aushalten muss. Also wir sehen, alter Schwede, ey, es ist der Wahnsinn, wirklich, es ist der Wahnsinn. Okay, also ich denke mal, jetzt sollten hier aber auch echt genug gespawnt sein, Freunde, mein Minecraft ruckelt wie verrückt. Deswegen, ja, wir machen das Ganze mal aus und schaut euch einfach mal das an. Oh nein, 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 oh! Oh, ich glaube, eine Biene ist jetzt rausgegangen, aber ist kein Problem. Wir haben hier auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Bienenbecken, um es mal so zu formulieren. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Also egal, wo ich hier hinlaufe, ich rempel irgendwelche Bienen an. Und ja, diese Bienen werden jetzt, glaube ich, echt sauer, sobald ich eine angreife. Und ich würde sagen, das tun wir auch genau. In 3, 2, 1. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was geht hier ab, Freunde? Hört ihr an wie eine Motorsäge! Alter Schwede, ich werde durch die. Ich werde durch die Kammer geworfen. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Guck mal, ich bewege mich nicht. Und jetzt hier. Ich mach mal kurz F1. So, wir sehen es hier. Oh mein Gott. Ich komme nicht weit. Ich kann nicht rauslaufen. Alter. Ich werde einfach durch die Gegend geschossen. Okay. Also, der Sound erinnert mich wirklich an eine Motorsäge. Okay, die eine von draußen, die will mich doch auch angreifen. Leute, also, ich bekomme auf jeden Fall Schaden. Es ist super, super laut. Und ich weiß auch nicht, ob ich hier irgendwie... Bekomme ich ansatzweise Herzen abgezogen? Ich kann es gar nicht sagen. Also wir sehen, auch diese Möglichkeit scheint uns hier nicht zum Erfolg zu bringen. Die Bienen bemühen sich, aber haben leider keinen Erfolg. Das bedeutet, Freunde, ich werde einfach mal jetzt die Bienen hier umbringen. Zack, und alle Bienen sind natürlich jetzt gestorben. Das waren ganz, ganz schön viele. Ja, wenn wir einen Blick auf die Herzen werfen, müssen wir leider enttäuscht feststellen, das war auch nichts, Freunde. Das heißt, wir müssen uns eine weitere Möglichkeit suchen und dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber. Okay, Freunde, ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, was meint der Pat jetzt hier mit rübergehen? Denn ich habe was vorbereitet. Und zwar sehen wir, wenn ich jetzt mal ganz kurz hier die Render Distance ein bisschen höher stelle, ein paar TNT-Bälle. Und diese TNT-Bälle, ja, Freunde, wir werden sie tatsächlich zum Explodieren bringen und gegen unsere 1 Million Herzen antreten lassen. Und ich frage mich natürlich, können unsere 1 Million Herzen diesen krassen TNT-Haufen standhalten? Oder wird der TNT-Haufen uns komplett zermatschen und auf 0 Herzen katapultieren? Da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Und ich würde sagen, dann schnappe ich mir auch einfach mal ein Feuerzeug. Und würde sagen, wir buddeln uns so ein in einen TNT-Ball. So, zack. Wir sehen nämlich hier, die Bälle sind tatsächlich hohl von innen. Und wir zünden einfach mal so einen Ball an. Und ich würde sagen, mögen die Spiele beginnen. 3, 2, 1, let's go. So, wir sehen, das Stück TNT wurde angezündet, Freunde. Und jetzt, oh mein Gott. Okay, 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 okay. Also hier geht logischerweise alles in die Luft. Wir sehen natürlich auch nur noch Standbilder hier, weil so viel in die Luft geht.
Aktueller Stand trotzdem, wir können es ganz klar sehen, unsere Herzen sind immer noch voll. So wirklich was tun, tut sich hier aber nicht mehr. Also ich glaube, das war eine Schippe zu krass für meinen PC, Freunde. Wenn wir so sehen, ja... Oh Gott, oh Gott, oh doch, ein bisschen was tut sich hier noch, ein bisschen was tut sich hier noch, aber auch nicht mehr so viel. Oh, mein Mike fängt sich auch die ganze Zeit auf, um ehrlich zu sein. Also das hier ist gerade meine Sicht, Freunde. Wir sehen hier das Minecraft-Fenster und wir sehen auch, dass Minecraft sich hier die ganze Zeit so, ja, verabschiedet, könnte man schon fast nennen. Oh, wobei jetzt... Oh mein Gott, der PC hat Chance gehalten. Was, das hätte ich nicht gedacht. Was, das hätte ich echt nicht gedacht. Also wir sehen tatsächlich, es wird hier noch alles mögliche in die Luft gejagt. Und ich verstehe irgendwie gar nicht, warum wir keinen Schaden bekommen. Aber ja, mein PC konnte es irgendwie verarbeiten. Oh, jetzt bekomme ich auch ganz viel Schaden. Jetzt bekomme ich irgendwie den Schaden nachträglich. Das war wirklich alles? Tatsächlich, Freunde. Wir sehen hier, diese TNT-Bälle sind wirklich explodiert. Es laggt auch nicht mehr. Wenn ich hier die Mobs angreifen kann, dann laggt es nicht mehr. Und kann ich? Ja, das heißt, alles explodiert. Und ich konnte tatsächlich mit 1 Million Herzen sogar gegen so eine TNT-Kugel ankommen. Ey, das glaube ich ja jetzt nicht. Selbst die TNT-Kugel hat keine Chance. Was müssen wir denn noch machen? Okay, Freunde, wisst ihr was? Ich werde jetzt zum allerkrassesten Mittel greifen. Und zwar werde ich mich jetzt einfach mal... Ihr seht, ich bin aktuell auf Höhe minus 63. Ich teleportiere mich jetzt einfach mal auf Höhe 10.000. Ja, Leute, zack, wir sehen, dass hier ist Höhe 10.000. Oben links kann man die Zahl sehen, wie sie fällt. Hier, wir sehen, sie ist gerade bei 9.500. Wenn ich 10.000 Blöcke runterfalle, wir sehen, ich falle die ganze Zeit. Es sieht nur so aus, als würde sich nichts tun, aber ich falle die ganze Zeit herunter. Wir sehen hier, wie die Höhe immer niedriger wird. Wenn wir bei 0 sind, bin ich gespannt, ob ich sogar 10.000 Blöcke Fallschaden damit überleben kann. Wir warten jetzt einfach mal ganz kurz ab. Okay, Leute, wir sind so gut wie angekommen auf dem Boden. Und wir sehen es jetzt. Ich fall runter, ich fall runter, ich fall runter. Komm, 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 komm. 10.000 Blöcke Schaden und 10.000 Blöcke Schaden. Ich überlebe es. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ey, ich glaube es nicht. Wie kann das sein, Freunde? Was muss ich denn noch machen? Aber wir sehen, unser Minecraft läuft deutlich flüssiger. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir schon deutlich Fallschaden bekommen haben. Ja, okay, Freunde. Aber ich glaube, auch das wird uns nicht helfen, wenn ich jetzt hier ins Nichts reinspringe. Wir sehen, ich bekomme gerade Fallschaden durchs Void. Aber wir sehen auch hier... Ich kann einfach runterfallen und es tut sich gar nichts. Ja, die Herzen, klar, sie gehen ein bisschen runter. Es tut sich nichts, Freunde. Wir brauchen eine andere Methode. Wir brauchen irgendwas, was uns so richtig aus dem Leben herausschallert. Okay, ich habe eine Idee, Freunde. Wir haben es ja gerade hier schon mit den Creeper-Becken ausprobiert. Aber wie sieht das Ganze aus mit einem Warden-Becken? Ich bin mir sehr sicher, das Warden-Becken wird es auf jeden Fall schaffen. Deswegen würde ich sagen, wir machen das gleich hier nochmal mit ein paar Warden. Und wir spawnen sie einfach mal, Leute. Zack, ganz, ganz viele Warden werden jetzt hier reingeworfen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schaut euch das an, schaut euch das an. Schaut euch das an. Okay, ich gehe nochmal kurz in Creative-Modus. Wir sehen hier einfach mal, wie viele Warden einfach mal in diesem Becken drin sind. Und ich würde sagen, das reicht jetzt aber auch schon aus. Freunde, wir springen in das Warden-Becken herein und ab geht die Post. Wir müssen uns auch ein bisschen bewegen, um gesehen zu werden. Alter, jetzt gleich bekommen wir so ein paar... Alter, was ist das denn? Ich schlage auch extra um mich herum, damit mich die Warden halt hören können. Weil nur so machen die Warden mir auch Schaden. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh mein Gott! Wo haben die mich rauskatapultiert? Haben die Warden mich gerade... Ey, wo bin ich? Leute, wie weit haben die Warden mich denn rausgeschossen? Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Die Warden haben mich einfach mal mehrere Meter herausgeworfen aus diesem Warden-Becken mit dieser Boombox oder Sonic-Boom-Attacke. So, jetzt vielleicht noch als zweites Mal. Wir gucken mal nach, Freunde. Ich schlage hier die ganze Zeit übrigens einfach irgendwo hin. Also ich gehe die ganze Zeit linksklick. Ich hoffe mal, das kann das einigermaßen weg. Ich wurde schon wieder rausgehauen. Oder? Ah, aber diesmal nur noch... Oh mein Gott, wo fliege ich hin? Ich sehe nichts. Warte mal. Effekt, Clear, Pad. Alter, sind die verrückt? Guckt euch das mal an. Ich war gerade da hinten und jetzt bin ich hier in die Luft gejagt worden. Also ich wäre wahrscheinlich hier noch irgendwie so runtergefallen. Also die haben mich einfach mehrere hundert Meter weitergehauen. Okay, Freunde, ab geht's mal rein ins Becken. Genau, ob hier irgendwas passiert. Wir sehen, unsere Herzen sind leider bislang noch unverändert. Aber das soll natürlich hier nicht so bleiben. Das soll hier nicht so bleiben. So, liebe Warden, könnt ihr auch was machen? Mich irgendwie hier rausschlagen oder so? Oder
Ist das nicht möglich? Okay, wir sehen jetzt, zack, zack, zack. Ich schlag doch hier die Bier einfach. Und die haben mich hier wieder herausgeworfen, Freunde. Die haben mich schon wieder herausgeworfen. Aber so wirklich hat sich nichts getan. Okay, also auch das Wardenbecken war nicht in der Lage. Ich töte mal, würde ich sagen, auch die Warden hier. Okay, und da sehen wir, wie die Warden einfach mal gestorben sind. Aber, ja, wir sehen, das sind unsere Herzen, die wir aktuell haben. Ich habe den Eindruck, dass Minecraft schon ein bisschen flüssiger läuft. Aber, ja, heißt es jetzt, dass wir wenig Herzen haben? Ich weiß es nicht. Die Frage ist nur, was kann ich denn noch machen, um mit einem Schlag getötet zu werden, Freunde? Ich habe wirklich, also langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Aber ein Villager hat mir hier diese komische Flasche hingeworfen. Okay. Was ist denn das für eine Flasche? Die nennt sich uncraftbare Flasche. Was soll das denn sein? Wir werfen sie einfach mal hoch, würde ich sagen. Und ich werfe sie nochmal auf uns drauf. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich wurde einfach nur mit dieser Potion so ein bisschen getrollt. Also denke ich zumindest mal, weil was anderes. Was ist das denn für eine Potion hier? Eigene Potion? Eigene Flasche? Die macht aber auch nichts. Ich werfe sie noch ein zweites Mal auf uns. Und hä? Lol! Es hat tatsächlich funktioniert. Wir sind gestorben, Freunde. Let's go. 1 Million Herzen. Ich dachte schon, es gibt keine Methode mehr. Oh, Gott sei Dank, dass wir diesen Bildschirm sehen können. Wenn ihr die Möglichkeiten auch verrückt fandet, dann lasst ein Like da und schreibt mal weitere Möglichkeiten in die Kommentare.